Kurs, Start frei. Start ist frei für unser drittes Rennen, der Preis von Clairefontaine mit 13 Teilnehmern, die 1 Nacea, Jeroen Obringa, die 2 Ouverture, Markus Bock, die 3 Bacardi Royale, die Antheis de Jong, Kofi Stream, die 4 Michael Nimczyk, die Ospeo, Jochen Holtsch mit der Startnummer 5, Carina Alki, Rob de Vlieger, die 6, Jojo Harley, Tom Keumann, die 7, Cincinnati Beach Esther, Danny Bauer mit der 8. Und dann die zweite Reihe mit Itzbrizian Tiering, Startnummer 9, Georgis Joker, Tim Schwarmer, die 10, Vamos FKS, Ralf Oppoli, die 11. In Richtung Ziel geradezu und Kofi Stream nach 500 Metern allein an der Spitze. Dahinter Dios Pio im Nacken, 1.13.9, die erste Zwischenzeit. An der Außenseite weiter Cincinnati Beach S mit dem Versuch, hier in Front zu kommen. Michael Nimczyk lässt das jetzt auch zu. Danny Brauer geht vorbei mit seinem dreijährigen Crack und hat sich hier an die Pole Position gesetzt. Cincinnati Beach S in Front, dahinter Kofi Stream vor Dios Pio. Die neue Reihenfolge jetzt eingangs des Hessler-Bogens, vierte Position, hat an der Innenseite unverändert Nacea dicht aufliegend. Daneben sehen wir in der zweiten Spur Carina Alki. Dahinter ist auch Itzeblitz, trotz des Startfehlers jetzt wieder einigermaßen gut mit dabei. Zielgerade ist jetzt erreicht, Kofi Stream weiter in vorn. Cincinnati Beaches an der zweiten Stelle dahinter liegend. Außen Carina Alki, der äußere Flügel meldet sich zu Wort. Mit unter anderem Westerburger Ron, mit unter Juri Di Mucho und ganz an der Außenseite mit Georgie Stoker, aber Kofi Stream ist vorn, gewinnt das Rennen auch dahinter. Cincinnati Beaches und das Rennen von Carina Alki. Und dahinter war es eng auf den Plätzen 4 und 5. 4, 8, 6, 13, 5. Es gibt auch hier eine Überprüfung durch die Rennleitung. Und zwar gibt es eine Überprüfung gegen die zweitplatzierte Startnummer 8, Cincinnati Beach S. Und bei dieser Überprüfung geht es um eine mögliche Fahrspurveränderung in der Zielgeraden zum Nachteil von Carina Alki, der Startnummer 6. Also in dieser Fall wird jetzt gerade gecheckt. Überprüfung gegen den zweitplatzierten, gegen Cincinnati Beach S, wegen einer möglichen Fahrspurveränderung im Einlauf gegen Carina Alki und die Sieger inzwischen eingetroffen im Wiener Zirkel. Wieder in den Chicago-Stream aus dem Besitz der Zucht von Franz Hauptfeld. Ist der Trainer. Vielen Dank, wir müssen uns beeilen. Michael sagt, wir müssen sofort wieder zum Miet rausfahren. Herzlichen Glückwunsch, das war eine sehr, sehr starke Vorstellung. Ja, wie auch. Und das kostet dann auch immer schon ein bisschen Kraft. Und trotzdem hat sie sich immer wieder gewehrt, immer wieder gestreckt. Hat mir sehr gut gefallen, aber eine Frage habe ich dennoch. Im sechsten Rennen habe ich ein Pferd gesehen, in Mönchengladbach mit Henny in der Quali. Das Pferd hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, ist ja mitgefahren. Hast du gut beobachtet. Das ist tolle Stute. Ja, sie ist eine Debütantin, wie alle anderen, oder wie alle anderen, wie der eine oder andere von uns heute auch. Und sie müssen alle lernen, sie ist das erste Mal hier in Gelsenkirchen, ein sehr, sehr talentiertes Pferd. Ich glaube, wenn sie alles hier mit den Gegebenheiten recht bringen, wo ich eigentlich denke, hat sie keine Probleme mit gut zurechtkommen, sollte sie auf Anhieb auch eine Klasse höher sofort reißen. Herzlichen Glückwunsch nochmal vom guten Stall. Einmal hier freundlicher Applaus bitte für Michael Nimczyk, Kofi Stream. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt ganz rausschmeißen oder ob sie hinterher noch zurücksetzen.